Hey yo, da ja, erst die nächsten coolen Sachen erst im April rauskommen, dachte ich mir, überbrücke ich die Zeit einfach mal mit ein paar alten Sachen. Und da habe ich hier das FutureCut Modified Trial Deck Nummer 4, tatsächlich ein ziemlich altes Deck. Ich glaube, das müsste so um die 3 Jahre alt sein. Ja, und das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Was da so drin ist. Es ist ein Dungeon World Trial Deck. Das bisher einzige, auch Neues gibt es bis jetzt nicht. Hier der Lebenspunktezähler. Dann die Spielmatte mit auf der Rückseite die Erklärung zu den Decks. Also hier einmal das Deck, was wir uns heute angucken, und das Deck, was parallel dazu erschienen ist, ein Katana Trial Deck. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum Deck. Hier natürlich die obligatorische Spielanleitung oder Regelheft. Schon ein bisschen veraltet natürlich. Ja, also da haben wir hier als erstes den Legendary Warrior Gao. Das heißt zwei Monster. Die Callkosten sind, man muss 2 Gage bezahlen und die oberste Karte des Decks in seine Soul packen. Der hat dann natürlich auch Soul Guard. Und wenn er angegriffen wird, werden die Penetrate-Fähigkeiten des Gegners annulliert. Dann eine weitere holographische Karte, Mission Card, Form a Party. Ist ein Set-Spell. Und wenn eine weitere Karte mit Mission im Kartennamen auf dem Spielfeld platziert wird, bekommt man selbst einen Life und man kann sein Deck nach einer Adventurer-Karte durchsuchen, auf die Hand nehmen und ja, das Deck mischen, und diese Karte wird dann in die Dropzone gelegt. Und da noch eine dritte holographische Karte. Dead End Crush. Kostet 2 Gage. Kann man nur aktivieren, wenn der Gegner 3 Leben oder weniger hat. Und man selbst ein Adventurer-Monster auf dem Feld hat und eine Waffe ausgerüstet. Der Effekt ist, füge dem Gegner 3 Schaden zu. Diese Karte kann nicht annulliert werden und der Schaden kann nicht reduziert werden. Ja, ganz coole Karte. So, dann haben wir hier den Silver Warrior Quen 2. Wenn der einen Link-Attack mit einem anderen Adventurer ausführt, kriegt er für diesen Zug Penetrate. Also die Dungeon World Monster in dem Deck sind meistens so darauf ausgelegt, dass sie durch Link Attacks irgendwelche anderen Effekte noch dazu bekommen. Haben wir hier natürlich noch den Legendary Warrior Gao nochmal drinne. Dann Monk of Bread Deity Prios. Er hat einfach nur die Move-Fähigkeit. Craftsman Baku. Wenn er einen Link-Attack mit einem anderen Adventurer, also Adventurer ist hier quasi sowas wie die Rasse oder sowas ähnliches, oder Kartentyp oder so. Und ja, wenn er halt diesen Link-Angriff ausführt, kann man die oberste Karte des Decks ins Gage packen. Dann haben wir hier zu den Size 1 Monstern. Also hier ist auch kein Size 3 Monster drin. Der Dax-Kobold. Klassischer 5000er Angreifer. Dann Master Thief Strolbird. Fledgling Warrior Ocker Glaser. Der kann, wenn er einen Link-Angriff macht, kriegt er Penetrate dazu. Genauso wie hier der Quen 2. Ist viermal drinne. Dann Sage Kuguru. Wenn man kein Monster im Center hat und die Karte macht einen Link-Attack mit einem Adventurer, kriegt man einen Life. Dann Mameshiba Kobold, eine Size Zero Karte. Dann zu den Spells. Einmal hier der Rolling Stone, kostet 2 Gage. Hat die Fähigkeit Giant Steel Ball. Man kann die Soul von den Center Monstern von beiden Spielern in die Drop Zone legen und dann beide Center Monster vom Gegner und von sich selbst zerstören. Also ist ziemlich gut, um halt das Center vom Gegner freizukriegen
Und wenn man selbst keine Center-Karte hat, dann ist es natürlich quasi for free. Natürlich 2 Gauge, aber ja. Dann Oracle of Tyvall. Kann man nur casten, wenn man 5 Leben oder weniger hat. Muss seine gesamte Hand ablegen und kann 3 Karten ziehen. Also sowas wie Dragonic Grimoire für Dragonworld. Dann der Pillar of Fire, kostet 1 Gauge. Kann man nur casten, wenn man kein Monster im Center hat. Ist ein Counter, also kann man auch im gegnerischen Zug aktivieren. Und man kann ein Monster mit 6000 oder weniger Defense zerstören. Ganz gute Karte. Dann haben wir das Dungeon Pit. Kann man nur casten, wenn der Gegner ein Size 2 oder weniger Monster aufs Center legt. Und das Monster kann man dann resten, so dass er quasi in diesem Spielzug wahrscheinlich nicht angreifen kann. Dann haben wir des Weiteren Divine Protection of Sher-Sana. Kostet 1 Gauge. Kann man während eines Angriffs im gegnerischen Zug aktivieren. Den Angriff kann man annullieren und man bekommt ein Leben. Eine klassische Angriffsannullierkarte ist immer ganz gut. Dann haben wir nochmal die Mission Card Form a Party. Wie wir hier auch schon in holographisch hatten. Ist 2 weitere Male noch drinne. Und eine andere Mission Card, Defeat Monsters. Ist auch ein Set Spell. Also wird aufs Feld gelegt und bleibt dort. Kostet 1 Gauge. Wenn ein gegnerisches Monster durch eine Attacke von seinem eigenen Adventurer zerstört wird, kann man die oberste Karte verdeckt, also die oberste Karte des Decks verdeckt in die Soul von dieser Karte legen. Also wenn das hier mein Deck wäre, sagen wir mal hier, nehme ich die oberste Karte und packe die quasi verdeckt in die Soul rein. Und wenn diese Karte, die Soul von dieser Karte 2 oder mehr wird, kann man diese Karte in die Drop Zone legen und die ganzen Karten, die in der Soul waren, kann man dann auf die Hand nehmen. Ja, und diese Karte kann man nur einmal auf dem Feld haben, sozusagen. Gleichzeitig, also man kann die Karte nicht zweimal auf dem Feld haben. Dann haben wir hier noch die Conquering Blade Dungeon Domination. Equip Cost steht hier jetzt nichts. Ich denke mal, das ist ein Fehler. Ich denke mal, es kostet 1 Gauge für 5 und 2. Ja, ist wahrscheinlich irgendwie ein Missprint. Habe ich mich jetzt nicht vorher direkt informiert. Ist zwar schon älter, aber ja, ich denke mal, die kostet 1 Gauge. Oder vielleicht auch 1 Life, keine Ahnung. Ja, wird auf jeden Fall nicht so teuer sein, weil sie keinen zusätzlichen Effekt hat. Und dann hier noch einmal Origin Blade Enemy Breaker. Klassische Standard. Waffe mit 3000 und 2 Critical für so ein Trial Deck. Und dann haben wir hier noch den Dead End Crush. Tatsächlich einmal noch drinne. Also insgesamt ist er zweimal im Deck mit der holographischen Karte und natürlich die Dungeon World Flagge. Ja, ganz cooles Deck eigentlich. Damals war es natürlich besser, als es direkt rauskam, waren einige gute Karten. Divine Protection of Sher-Sana ist, keine Ahnung, vielleicht wird die sogar immer noch gespielt. Dann natürlich Pillar of Fire und ja, Rolling Stone war ganz gut gegen so Center-Monster-Decks wie Duel Seeker oder so. Ja. Und dann würde ich sagen, hört man sich beim nächsten Video. Ciao!